ITB heute aus 1920 Metern Höhe. Hier steht die Coburger Hütte der Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins direkt bei Ehrwald in Tirol. Und die Coburger Hütte, die feiert in diesem Jahr 110-jähriges Bestehen. Außerdem wird heute der Neubau eingeweiht, der sich über 3 Jahre hingezogen hat. Das ist ja auch kein leichtes Unterfangen, so etwas auf dieser Höhe zu machen. Die Coburger Hütte, ein Stück Coburg mitten in einer atemberaubenden Naturlandschaft. Es ist schon wirklich ein idyllisches Fleckchen Erde, das sich die damaligen Coburger im Jahr 1901 ausgesucht haben. Die Hütte liegt auf einem Sattel hoch über dem Sebensee auf der einen Seite und dem Drachensee auf der anderen. Umrahmt wird sie von den Gipfeln der Mieminger Kette, die bis auf knapp 2500 Meter hinaufgehen. Neben mir sitzt ein, wie ich glaube, glücklicher Thomas Engel vom Alpenverein Sektion Coburg. Ein ganz besonderer Tag und wir sind ja hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wirklich in Coburg. Die Hütte, die Coburger Hütte gehört zum Stadtgebiet? Indirekt gehört sie zum Stadtgebiet. Der Grund und Boden gehört der Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins und alles, was sich darauf befindet, ist unser Eigentum. Also da kann man schon sagen, es ist ein Stückchen Coburg, eigentlich der höchste Punkt Coburgs. Also wir sind auf 1920 Meter auf dem höchsten Punkt Coburgs und hier ist viel passiert in den letzten 3 Jahren. Anbau, Erneuerung, man hat unheimlich viel investiert. Was im Einzelnen? Ja, wir haben vor 3 Jahren angefangen zu überlegen, haben dann Notwendigkeiten gehabt, wie einen Trockenraum gab es noch nie. Sanitärräume waren überfällig, dass die mal restauriert wurden. Wir haben also sozusagen einen Rundumschlag gemacht, neue Sanitärräume sind entstanden, 2 Duschen sind entstanden nach heißer Diskussion, aber den Luxus leisten wir uns jetzt einfach mal mit warmem Wasser, nicht mit kaltem Wasser. Kostet aber 1 Euro das warme Wasser? Kostet 1 Euro, 2 Minuten, also man sollte vielleicht 2 Euro-Stücke mitnehmen. Ja. Entstanden ist ein neuer Seminarraum mit kompletter Technik für 25 Leute, man kann Kurse machen, also Bergsteigerkurse oder eben auch eine Familiengruppe mal reinnehmen. Wir haben ein neues Burgheizkraftwerk gebaut auf energiefreundlicher Basis mit Pflanzenöl. Es gibt eine Batterieanlage zur Pufferung der Energie. Es gibt eine Photovoltaikanlage mit 3 kW, die dieses System noch einmal ergänzt. Wir haben neue Personalräume und eine moderne Brandmeldeanlage als Sicherheitskonzept für die Hütte im Altbestand. Also es fehlt hier wirklich an nichts, muss man ehrlicherweise sagen. Alles hochgeschafft mit der Materialseilbahn und mit Hubschraubern in den letzten 3 Jahren. Und heute dann zum 110-Jährigen und zur Einweihung so ein Wetter. Das ist doch sensationell. Kaiserwetter. Bis gestern Abend hätte noch niemand von uns sich getraut zu sagen, dass wir heute dieses Wetter haben. Wir haben eine sogenannte Föhnlage, Südföhn. Also im Süden ist es schlecht, im Norden ist es schön. Der Föhn wird im Laufe des Tages zusammenbrechen. Wir werden also heute am Nachmittag irgendwann ziemlich heftige Gewitter bekommen. Aber meine Hoffnung ist, dass es bis nach der Feierlichkeit hält. Und es hielt. Auf dem Plateau vor der Hütte, der während des Umbaus oder für Notfälle auch als Hubschrauberlandeplatz dient, spielte die Bürgermusikkapelle Ehrwald auf. Und viele Coburger ließen sich die große Feier zum 110. Geburtstag auch nicht nehmen. Es war wie ein kleines Familientreffen auf knapp 2000 Metern Höhe mit Grußworten, Geschenken und Glückwünschen. Natürlich gratulierte auch die Stadt, die sich ja an der 650.000 Euro teuren Baumaßnahme beteiligt hatte. Die Stadtspitze auf dem Gipfel hier auf 1920 Meter bei der Coburger Hütte, Norbert Kastner. Norbert, wie stolz ist man, ein Stück Coburg hier in so einer schönen Landschaft zu haben? Ja, wie du sagst, es fühlt sich so an, wie wirklich hier ein Stück Coburg zu haben. Es ist jedes Mal schön, wenn man den Steig hier hochkommt, dann liegt die Hütte vor einem. Das ist einfach klasse. Es war ja auch ein Stück Coburger Stadtinvest. Es ist auch Geld von der Stadt Coburg reingeflossen. Wenn man das jetzt so sieht, was rausgekommen ist, was sagst du dazu? Ja gut, das war uns ja klar, dass es eine gute Investition ist, sonst hätten wir es nicht gemacht. Und wir hatten das auch abgesprochen, weil der Alpenverein natürlich 2 große Investitionen vor der Brust hatte. Zum einen die Erweiterung des Kletterzentrums und zum anderen die Erweiterung der Hütte. Und da hatte ich mit dem Thomas abgesprochen, dass wir das noch vernünftig timen, um das hinzukriegen. Wir waren gerade richtig dran. Also in dem Jahr wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden. Ja, das hat Thomas Engel auch beim Festtag gesagt. Sind wir froh, dass das Ding durch ist. Es gab da noch eine andere Geschichte bei der Grundsteinlegung mit den Schuhen. Was hat es denn damit auf sich gehabt letztes Jahr? Ja, also im letzten Jahr bin ich ja so ein Stück nach der Ehrwalder Alm, also für die Insider, also wenn man noch so 2, 2,5 Stunden auf die Hütte zu gehen hat, haben sich meine Sohlen von den Schuhen verabschiedet.
Und dann kommt dann so ein Papp zum Vorschein. Der hat dann vielleicht noch einen Kilometer gehalten und dann habe ich wahrscheinlich die erste Hüttenbegehung strümpfig gemacht. Und das Üble war, im Juni letzten Jahres hatten wir vor der Hütte auch noch ein Schneefeld. Also das war richtig spaßig. Also wir sehen, es gibt auch ganz besondere Geschichten auf der Coburg-Hütte. Danke und noch einen schönen Tag. Gerne. Ciao. So, auf 1920 Meter ist man ja auch dem lieben Gott ein bisschen näher und einer seiner Stellvertreter sozusagen auf Erden ist neben mir Markus Merz, Pfarrer aus Coburg, heute hier die Einweihung gemacht von dem Neubau. Ist das auch mal was Besonderes, wenn man aus der Heimatgemeinde rauskommt und hier auf dieser Höhe was so etwas einweiht? Es ist ein Traumjob. Also als der Thomas Engel mich gefragt hat, ob ich den Erweiterungsbau mit einweihe, habe ich sofort gesagt, klar, also wo kann ich schon meinen Beruf mit einer so schönen Tätigkeit wie auf dem Berg klettern und wandern verbinden. Und hier ankommen und lauter Leute sehen aus Coburg wie so ein großes Familientreffen, ist einfach was Schönes. Mhm. Zunächst einmal. Und dann ist es ja auch etwas, was zusammengehört. Also ich finde wirklich in der Natur Gott loben, ihm danken, dass das Ganze unfallfrei erweitert wurde, dass hier Menschen zusammenkommen, dass hier Gemeinschaft gepflegt wird. Da gibt es so viel Grund, wo wir dankbar sein können. Und das ist für mich auch ein wirklich geistiges Anliegen, was schön ist, dass es hier so zum Zuge kommen kann. Bist du selber auch Wanderfreund? Wanderst du gern? Gehst du gern auf Berge? Ja, ich wandere wirklich gerne. Was ich gerne mache, ist so, wir nennen es mal Pilgern. Pilgern ist so genau die Schnittstelle zwischen weltlich und geistlich. Also sich einfach es gut gehen lassen, sich freuen an der Natur und immer aber auch offen sein zum Innehalten, zum Schweigen, zum Nachdenken über ein Bibelwort, zum Beten. Und das ist einfach toll. Auf so einem Weg hier kommt genau das vor, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme, dass ich es mir gut gehen lasse und dass ich Gott danke, was wir für ein schönes Leben haben. Die meisten Gäste an diesem Samstag dürften das bestätigen. Sonne pur auf der Coburger Hütte, die Plätze waren voll besetzt. Dazu gab es die Spezialitäten des Teams von Hüttenwirt Friedel Schranz, der mittlerweile mehr ist als ein Hüttenpächter. Heute werden ja nicht nur 110 Jahre bestehender Coburger Hütte gefeiert und der Neubau wird eingeweiht, sondern ja, ein Urgestein muss man schon fast sagen. Der Friedel Schranz, der Hüttenwirt, hat heute 20-jähriges Jubiläum hier auf der Hütte. Gelobt worden gerade beim Festakt über alle Maßen. Wie geht's einem damit? Ist man hier schon richtig zu Hause und sagt, das sind meine Freunde vom Alpenverein aus Coburg und ich bin hier zu Hause? Ist richtig. Wir leben ja ein halbes Jahr auf der Coburger Hütte, das andere halbe Jahr sind wir zu Hause in Axams. Und die Arbeit läuft ja über das ganze Jahr für Coburger Hütte und man hat da schon mit den Verantwortlichen von der Sektion hat man da eigentlich sehr viel zu tun und das läuft über das Jahr und da hat sich schon eine innige, mit vielen eine innige Freundschaft gebildet. Du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, deine Kinder sind hier aufgewachsen. Das ist ein ganz anderes Leben, vor allem wenn man bedenkt, dass du ja vorher Bundesbahnbeamter warst und dann hier zu dem Job gekommen bist, dich darum beworben hast. Wie kommt man dazu? Andere würden sagen, Beamter, super, sicheres Geld, kann mir nichts mehr passieren und dann geht man hier auf 2000 Meter Höhe. Wie kommt das? Ja, richtig, wie du sagst. Sicher ein Job, aber ich weiß nicht, ob das Freude macht. Wenn man mit dem System eine Freude hat, dass man jeden Ersten sein sicheres Geld bekommt, ist ja das in Ordnung. Aber ich bin ja in den Bergen aufgewachsen, habe eigentlich mir das früher mal gedacht, von einem Kollegen, so einen sicheren Job und machst halt Beamter. Aber ich bin halt draufgekommen, es ist halt nur ein Job und ich glaube, für das ist das Leben zu kurz, dass man das nachher weitermacht. Und die ganze Familie mit der Frau, wir haben uns entschlossen, eine Schutzhütte zu bewirten. Wir haben vorher, wie ich noch Beamter war, auch eine bewirtet, aber das nebenbei. Und auf zwei Stellen kann man nicht gleichzeitig arbeiten. Da bringt man nicht überall eine hundertprozentige Leistung, wenn das überhaupt möglich ist. Und so haben wir gesagt, ich kündige, wenn wir eine Hütte, so wie die Coburger Hütte sich ergibt und es hat sich ergeben und jetzt sind wir seit 20 Jahren da und haben diesen Schritt noch nie bereut.
Bei mir sitzt einer der ganz Großen, kann man sagen, des Bergsports, Christoph Heinz aus Südtirol. Servus Christoph. Servus. Wenn ich sage, einer der ganz Großen, viele Coburger wissen es vielleicht nicht, sag mal, wo warst du schon überall oben? Ja gut, da gibt es jetzt viel zu erzählen. Also ich habe ca. 30 Erstbegehungen in den Dolomiten gemacht, relativ schwere. Habe eine Solo-Besteigung des Fitzroys gemacht in Südamerika. Bin 2003 allein durch die Eiger Nordwand geklettert, damals in 4,5 Stunden. Habe in Indien, in Garhwal Himalaya mit Hans Kammerlander eine Erstbegehung gemacht. War in Yosemite unterwegs, war in Australien, war eigentlich weltweit unterwegs. Also einer, der wirklich alles schon gesehen hat, und der sitzt jetzt hier auf der Coburger Hütte zum 110-jährigen Jubiläum. Wie kommt das? Ja, ich kenne eben den Thomas Engel schon sehr lang. Also wir klettern zusammen seit 96 und ja, wir haben eine sehr gute Freundschaft und jedes Jahr sind wir unterwegs und machen was. Und dann kam Thomas mal zu mir und hat gesagt, ja, er möchte da in der Nähe von der Coburger Hütte, weil es ja eben die Sektion ist und er mittlerweile Vorstand von der Sektion, ein paar schöne Routen zum Klettern. Und dann bin ich hierher gekommen, haben wir das mal angeschaut und dann haben wir eben zuerst die Carpe Diem eröffnet, dann das Kolosseum und heuer haben wir ein größeres Projekt gehabt, das war die Grünstein-Nordostwand. Und das ist jetzt eine neue Route, die man von der Coburger Hütte aus gehen kann. Du als erfahrener Bergsteiger, ist hier für jeden was dabei, für Familien, für erfahrene Bergsteiger, für Leute, die besondere Herausforderungen suchen, ist hier alles da? Also ich glaube, die Coburger Hütte liegt ja landschaftlich sehr, sehr schön, vor allem durch den Drachensee und durch den Sebensee. Also wirklich wunderschön, wenn man von oben runterschaut. Und hier ist sicher für jeden was da. Es gibt ja Wanderwege, es gibt einen Klettersteig, der ist sehr bekannt und es gibt mittlerweile einige Kletterrouten. Allerdings muss man für die schon ein bestimmtes Niveau mitbringen. Aber dann gibt es noch den Klettergarten Kolosseum, da habe ich auch 10 Routen eröffnet. Und da ist eigentlich von 9 minus bis zum 5. Grad, oder sagen wir mal von 5. bis 9 minus, ist da alles vorhanden. Und da kann man wirklich jetzt mal mit der Familie hochgehen, kann da oben mal schön klettern, schönen Tag verbringen. Also da haben sicherlich alle Spaß. Und du hast heute auch noch Spaß? Ich habe heute sicher auch noch Spaß, ja. Dann Prost, schön, dass du da bist. Zum Wohle. Die Berge rund um die Coburger Hütte bieten wirklich für nahezu jeden etwas. Ob ein Aufstieg auf einen der beiden Taierköpfe, den Drachenkopf oder die Sonnenspitze, alle Touren sind von der Coburger Hütte aus in 1 bis 3 Stunden zu schaffen. Trittsicher und schwindelfrei sollte man allerdings sein. So wie die 79-jährige Annemarie Hess, Ehrenmitglied beim Deutschen Alpenverein und Stammgast auf der Coburger Hütte. Bei mir ist Annemarie Hess, sie gehört sozusagen zum Inventar von der Coburger Hütte. Annemarie, darf man das Alter sagen, 79? Das stimmt. Ganz genau, ja. Und wie oft schon hier oben gewesen auf der Coburger Hütte? Das habe ich nicht gezählt, aber sehr, sehr oft. Ja. Vor allen Dingen in Folge 11 Mal an Ostern. Wir haben unseren an Ostern liegt aber doch immer noch Schnee auch hier. Ja, ja, das ist ja das Tolle. Wir haben ja unseren Urlaub früher sehr einteilen müssen. 14 Tage Urlaub gab es. Da haben wir immer die Feiertage zusammengenommen von Ostern und 4 Tage Urlaub, und dann waren wir 10 Tage weg. Die 10 Tage kriegten entweder, von den 10 Tagen kriegten die Hütte einen Vorspann oder einen Nachspann, je nachdem um welche Jahreszeit, also in welchem Monat Ostern war. Ne? Also man war immer hier oben. Man muss jetzt dazu sagen, man muss immer anfangen mit der Coburger Hütte an Ostern. Und das ist auch heute noch Tradition, aber nicht mehr für mich. Und mit 79 immer noch ganz fit. Ich bin ganz froh, ja, mit so einer tollen Dame auf einem Bild zu sein. Ja. Annemarie zog an diesem Samstag die Übernachtung im nahegelegenen Ehrwald vor. Die meisten anderen feierten bis tief in die Nacht den 110. Geburtstag der Coburger Hütte. Hüttenruhe, normalerweise um 22 Uhr, wurde an diesem ganz besonderen Festtag übrigens aufgehoben. Also wenn wir Sie bis jetzt noch nicht überzeugt haben, hochzukommen, spätestens, denke ich, dieser Ausblick auf den Sebensee am Fuße der Coburger Hütte sollte Sie überzeugen. Wenn Sie dieses Jahr noch hoch möchten, spätestens Anfang Oktober sollten Sie es tun, weil dann macht die Hütte zu bis zum nächsten Jahr. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein paar Eindrücke vermittelt von der Coburger Hütte aus knapp 2000 Meter. Danke fürs Zuschauen.